Die Energie. Welche Rolle spielt denn der Bundeswirtschaftsminister? Der macht gerade Schlagzeilen. Wir sehen, glaube ich, hier das Cover von einer aktuellen Cicero-Ausgabe. Da geht es darum, dass die Akten aus dem Ministerium, die das Magazin Cicero herausklagen musste, obwohl es eigentlich nach Transparenzgesetzgebung ein Anrecht darauf gibt, sie zu bekommen, dass aus diesen Akten hervorgeht, dass man beim Ausstieg aus der Atomenergie die Expertise der Fachebene gewissermaßen nicht nur ignoriert hat, sondern Staatssekretäre dann am Schreibtisch saßen und haben gesagt, das passt mir jetzt nicht, das schreibe ich einfach mal ins Gegenteil um, und hinterher hat man es öffentlich verkündet. Das erschüttert natürlich das Vertrauen in das Funktionieren wenigstens von Fachkunde bei der Bundesregierung. Also welche Rolle spielt Habeck? Wie haben Sie auch diese Geschichte erlebt? Ja, die reiht sich ja eigentlich ein in eine ganze Folge von Fehlentscheidungen. Und im Wirtschaftsministerium, also das hatte man ja schon gemerkt, auch, also nicht nur bei diesen merkwürdigen Verflechtungen mit bestimmten Lobbyorganisationen, Stichwort Herr Greichen, sondern es war ja immer wieder so, dass im Wirtschaftsministerium offenbar bestimmte Leute jetzt sehr, sehr viel Macht bekommen haben, die quasi Habecks Politik bestimmen und die ganz normalen Beamten wenig gefragt werden. Ich meine, Habeck hat ja am Anfang sogar wohl die Leute dort bedroht. Also wer noch sozusagen, da gab es ja mal die Debatte, können wir weg vom russischen Gas, und wer da noch irgendwie quasi einen Bericht machte, dass das doch etwas schwierig wird, den hat er also irgendwie damit bedroht, dass der Verfassungsschutz sich den mal genauer anguckt. Also das sind ja schon merkwürdig. Das ist dystopisch. Also ja, ihr merkt, die Beamten werden auf Linie gebracht, nicht nur bei Nancy Faeser, auch bei Robert Habeck. Nancy Faeser hat Recht eingeführt, was ja jeden Beamten dazu zwingt, nachzuweisen, dass er verfassungstreu ist, was also die Unschuldsvermutung abschafft. Und ja, Habeck hat im Wirtschaftsministerium anscheinend den Verfassungsschutz benutzt, um Kritiker einzuschüchtern. Also das ist auch krass. Die Verhältnisse, die da im Wirtschaftsministerium herrschen. Und da passt das eigentlich dazu. Also mich hat das nicht jetzt sonderlich vom Hocker gerissen. Aber es zeigt natürlich, dass das überhaupt nicht so geht. Also dass er auch sein Ministerium nicht im Griff hat. Und das ist ein Erklärungspunkt für die schlechte Politik, die wir da erleben. Hat Habeck beim Atomausstieg das Land getäuscht? Ja, offensichtlich. Also entweder wurde er selber von seinen eigenen Leuten getäuscht. Also er hat das ja dann wiedergegeben, was sie aufgeschrieben haben. Oder er hat es bewusst gemacht. Aber egal, welche dieser Varianten, die eine ist so schlecht wie die andere. Also ich meine, ich bin auch kein großer Fan der Atomenergie, sage ich ehrlich, weil es ist eine sehr riskante Technologie. Aber dass man in der damaligen Situation, wo man so eine fragile Energieversorgungssituation hat, dass man da nicht noch 3 Meiler abstellt und einfach hofft, dass es, wie es ja dann teilweise kam, dass die Nachbarländern eben entsprechend Strom auch dann zur Verfügung stellen, dass der Winter milde wird, auch der nächste Winter, also jetzt der letzte milde wird, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die dann dazu führen, dass wir immer noch genug Strom haben, das war schon fahrlässig. Dem entnehme ich aber, dass Sie die Atomkraftwerke nicht sofort wieder anschalten würden, wenn Sie Zugriff darauf hätten. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch anschaltbar sind. Also das müssen Techniker. Nee, es ist zu spät. Also ja, das sagen alle Techniker, und wer soll das bezahlen? Also die werden gerade abgebaut. Das ist zu kompliziert. Spät. Das hätte man früher entscheiden müssen. Und Leute, die sich auskennen, erklären, es ist ja bei Atom nicht so, dass man da mal eben abbaut und wieder aufbaut, sondern da müssen ja technische Standards ständig gewartet werden, da muss ja ständig drauf geachtet werden. Also ob das jetzt noch möglich wäre, ein Jahr nach dem Ausstieg, ich glaube, die sind doch im Abbau, also die sind ja teilweise gar nicht mehr einsatzfähig. Ja, die Kreisläufe werden mit Säure gereinigt, und dann sind, glaube ich, die zentralen Kreisläufe so schnell nicht wieder in Betrieb zu nehmen. Aber würden Sie es denn für glaubwürdig halten, dass der Minister nicht gewusst hat, bei so einem zentralen Projekt, was da unterhalb von ihm im Ministerium passiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Also bei Habeck halte ich alles für möglich. Aber wie gesagt, das eine wäre, spreche genauso gegen ihn wie das andere. Also dass er bewusst täuscht, spricht gegen ihn. Wenn er es gar nicht weiß und nicht weiß, was in seinem Ministerium los ist, ist das jetzt auch nicht gerade Ausweis einer besonderen Befähigung zum Wirtschaftsminister. Glauben Sie eigentlich, dass das zentrale Projekt der Ampel und das zentrale Projekt der Grünen vor allem überhaupt funktionieren kann? Diese Transformation zur Klimaneutralität bedeutet ja im Kern nichts anderes, als dass wir sozusagen der kompletten Volkswirtschaft die energetische Basis
unter dem Haus wegziehen und eine neue Basis drunter legen. Nun sagen selbst die Top-Ökonomen der Bundesregierung, auch im Rat der Wirtschaftsweisen, dass man durch den Austausch dieser Investitionsgüter und der Energiebasis keinerlei Wertschöpfung schafft, sondern man tauscht lediglich die Art der Energie aus. Mit anderen Worten, wir investieren Milliarden da rein, eine tragende Säule der Volkswirtschaft auszutauschen, ohne dadurch irgendeinen Mehrwert zu generieren. Kann das funktionieren? Ich glaube, dass es technisch mit den heutigen Technologien nicht funktioniert. Also wir haben ja zum Beispiel keine wirkliche Speichertechnologie, die funktioniert, die nicht einen großen Verlust auch hat an Energie. Und ohne Speichertechnologie geht es mit Sonne und Wind sowieso nicht. Außerdem ist auch die Frage, auch der gesamte Energieverbrauch, der ist ja sehr hoch, zumindest bei einer modernen Volkswirtschaft, wenn wir die bleiben wollen. So viele Windräder können wir nicht aufstellen. Und so oft scheint die Sonne nicht. Im Winter haben wir im Grunde Solarstrom fast gar nicht, weil da sind die Tage kurz und eben oft Wolken verhangen. Das heißt, wir müssten ja theoretisch, wenn wir mit den heutigen Technologien und ohne Atom und ohne Fossile, müssten wir das ja im Winter fast vollständig über Windräder lösen. Das geht nicht. Also da gibt's ja auch einfach Analysen dazu, dass man so viel nicht aufstellen kann. Das heißt, wir brauchen neue Technologien. Aber dass das vielleicht perspektivisch mit Fusionsreaktoren, mit anderen Technologien gehen könnte, es wäre ja schon wünschenswert, auch von den fossilen Energieträgern unabhängig zu werden, schon schlicht, weil wir die gar nicht haben im Land. Also wir sind ja abhängig davon, dass sie uns geliefert werden. Das heißt, hier neue Energieträger zu haben, ist nicht nur für die Frage des Klimawandels relevant, sondern wäre schon auch für uns eine stärkere Unabhängigkeit. Also ich glaube, die Forschung in andere Energietechnologien, die ist sehr, sehr wichtig. Und da sehe ich eigentlich auch das große Manko. Wir haben viele Sachen, ich meine auch eine neue Generation von Solarzellen, die dann diffuses Licht besser verarbeiten können, wäre ja auch etwas. Ja, wir hatten das alles mal. Viele dieser Technologien sind mal in Deutschland am Anfang erforscht worden. Wir waren da bei manchem sogar Weltspitze, auch bei Wasserstofftechnologie. Und das wird ja immer weniger wirklich auch an Forschungsleistungen vorangetrieben. Die Chinesen sind inzwischen, übernehmen das weitgehend. Und das ist einfach ein Prozess, das ist der Weg in den Abstieg dann. Also glauben Sie an die Energiewende oder ist das ein grünes Märchen? Also ich habe erlebt, ich sehe, wie sich Wirtschaft und Technologie in den letzten 50 Jahren massiv verändert haben. Und ich denke schon, dass wir das Anliegen von Umweltschutz, das Anliegen auch von Klimaschutz, dass wir die ernst nehmen müssen. Allerdings auch nicht einseitig nur auf das CO2 gucken. Also ich meine, wenn wir zum Beispiel alle Wälder mit Windrädern vollstellen und auch Naturschutzgebiete, dann mag das zwar für die Energiewende gut sein, für die Umwelt und für die Lebewesen, die dort leben, kann das katastrophal sein. Also wir müssen schon Umweltschutz komplexer denken. Aber dass wir versuchen müssen, andere Technologien zu entwickeln, halte ich für richtig. Ich halte das sogar für auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Weil wenn wir da nach vorne kommen, dann haben wir Exporterfolge. Ich meine, Deutschland hat die sogenannten Hidden Champions, also Unternehmen, die Weltmarktführer sind in bestimmten Hochtechnologiebereichen. Und davon bräuchten wir eigentlich noch viel mehr und nicht weniger. Zurzeit nimmt das ja eher ab. Also Forschung in neue Technologien, ja. Und unbedingt auch durchaus staatlich gefördert und staatlich begünstigt. Aber nicht irgendwelche ideologischen Konzepte, die gar nicht funktionieren können, am Ende unsere Wirtschaft kaputt machen und den Wohlstand im Land zerstören. Das auf keinen Fall. Ja, absolut richtige Ansage. Vor allem diese Differenzierung zwischen Klimaschutz und Umweltschutz. Umweltschutz ist mehr als wir sparen CO2. Wälder abholzen, dann da Windkraftanlagen hinstellen, hat mit Umweltschutz zu tun, beispielsweise. Lassen Sie uns